Hallo liebe Fische und herzlich willkommen zu diesem Reading. Ja, meine Lieben, wie ihr sehen könnt, habe ich schon mal ein paar Karten aus meinem Lightseers Tarot für euch springen lassen, um mir die Energie für euer Reading schon mal ein bisschen zeigen zu lassen. Und anhand dieser Karten, anhand dieser Energien, die ich dir gleich beschreiben werde, kannst du relativ schnell feststellen, ob diese Botschaft heute für dich bestimmt ist oder nicht. Wenn du das Gefühl hast, nee, das passt gar nicht auf meine Situation oder so fühle ich mich nicht, dann mach das Video einfach aus, denn dann ist es die Botschaft für jemand anderen mit dem Sternzeichen Fische. So, es fiel hier raus. Der Tod, die Welt, die Königin der Stäbe, die Liebenden und an der Unterseite des Decks die Hohepriesterin. Wir haben hier vier große Arcana-Karten, die sich zeigen und ihr fallt bereits hier in eure eigene Legung. Dieses Reading richtet sich an diejenigen von euch, die wirklich, ich sage jetzt mal, eine lange, intensive, vor allem, ne, also der Tod und die Welt sagen mir, eine intensive Reise hinter sich haben. Eine Reise mit vielen Veränderungen, mit viel innere Arbeit, muss ich auch wirklich sagen, hier mit dem Tod und der Hohen Priesterin, aber ich glaube auch wirklich mit der Welt, so Dinge beendet, die nicht mehr stimmig waren. Das kann Job sein, das können Beziehungen sein, das kann eine Lebenseinstellung sein, was auch immer. Ich glaube wirklich, ihr habt einen richtig, richtig, richtig krassen Prozess der Veränderung hinter euch. Hinter euch sage ich, weil der Tod spricht von einem Ende und die Welt ist die letzte Karte der großen Arkana und ich habe das Gefühl, ihr tretet hier ein in diese neue Ära eures Lebens. Ne? In die neue Ära deines Lebens trittst du hier ein. Bist du vielleicht auch schon eingetreten? Ich habe wirklich das Gefühl, es geht hier so um ja, ein völlig neuer Punkt, an dem man im Leben steht. An dem du jetzt stehst, mein lieber Fisch. Und es ist auch so krass, denn die Liebenden, wir sind ja gerade in dieser Zwillinge-Zeit. Ihr seid jetzt das letzte Sternzeichen-Reading, das ich mache. Die Zwillinge-Energie, also die Liebenden ist die Karte der Zwillinge, die hat sich jetzt in jeder Legung gezeigt oder in fast jeder Legung, möchte ich sagen. Und es ist einfach so ein Hinweis auf den kommenden Neumond im Zeichen der Zwillinge, der auch der letzte in der Eclipse-Season ist, also die letzte Finsternis. Und ich glaube, dass zum einen glaube ich tatsächlich einfach, dass der Sommer krass wird, weil sich so viel Entwicklungs- und Liebes- und Zusammenführungsenergie zeigt, wie auch in eurem Reading. Ich habe das Gefühl, es wird ein aufregender, wilder Sommer. Ich glaube auch, es liegt so ein bisschen ne, an der Zeit, in der wir die letzten eineinhalb Jahre hatten, dass da so viel Feuer stattfinden will. Aber ich glaube, meine lieben Fische, das ist der Punkt, an dem du jetzt stehst, beziehungsweise der Punkt, an dem du jetzt relativ bald kommen könntest, was vielleicht auch tatsächlich irgendwie mit diesem Neumond, ne? Neumond ist immer Neuanfangsenergie, zusammenhängt. Das ist so, also du strahlst für mich hier gerade das pure Leben aus. Ne? Du bist auch hier absolut in deinem Element. Darunter, meine Lieben, die fünfte große Arcana-Karte mit dem Stern. Ich glaube auch wirklich, du hast einen Heilungsprozess hinter dir. Der Tod ist Skorpion-Energie. Ich glaube, du hast dich wirklich mit deinen Schattenthemen auseinandergesetzt, mit den Prozessen, die da in dir stattgefunden haben. Und ich glaube, du bist zurück in dein Element gekommen. Ich glaube aber auch, du verspürst so eine innere Zufriedenheit. Ne? Also das sagt mir einfach, du bist bei dir angekommen. So nehme ich das heute wahr, mein Leben. Und ich glaube, mit den Liebenden, ne, Königin der Stäbe, ich glaube, du bist gerade in einer, also du hast gerade eine Ausstrahlung, so nehme ich dich wahr mit der Königin der Stäbe, die einfach extrem anziehend ist. Und so nehme ich das mit den Liebenden auch wahr. Ich habe das Gefühl, du sprühst hier vor Energie und du sprühst hier vor Freude und vor Lebenslust. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Liebenden bedeuten, dass das nicht unbemerkt bleibt in der nächsten Zeit, meine Lieben.
So, jetzt schauen wir mal, was hier noch rauskommen will. Aber so eine positive Energie, die da von euch ausgeht, so ein schönes Gefühl, das ich da fühle, das du zu dir selbst entwickelt hast. Ja, mein Lieben, das Ass der Kelche. Unfassbar. Unfucking believable, ohne Scheiß. Und die hohe Priesterin. Und das ist das Ass der Kelche weg, aber ich glaube, das ist das, was du gefunden hast. Ich glaube, du hast absolut zu dir gefunden. Ne? Dieses Ass der Kelche. Du trägst Liebe in dir, du trägst, ne, Liebe fürs Leben in dir. Das, was eben so eine Königin der Stäbe ausmacht. Und ich glaube, ne, die Liebenden sprechen ja tatsächlich nicht nur von der Liebe, sondern ich glaube einfach, dass du auf deinem Weg gelandet bist. Ne? Die sprechen immer davon, dass man auf seinem Weg ist, von seiner Mission. Ich glaube, du hast richtig gute Entscheidungen getroffen in der Vergangenheit. Und egal wie hart und schwer der Weg war, Heartchakra, meine Lieben, das Herzchakra. Ich glaube, weil du diese Liebe zu dir, die Liebe zum Leben, weil du eben diese Herzheilung vorgenommen hast, habe ich wirklich das Gefühl, dass jetzt ganz viel Liebe in dein Leben fließen will. Ganz viel Erfüllung, meine lieben Fische. Ich hätte gern eine Hauptenergie für meine Fische. Eine Hauptenergie für meine Fische. Change Focus. Nochmal der Tod. Interessant. An der Unterseite des Decks nochmal der Tod. Ich muss aber sagen, ne, diese Change Your Focus sind die, oder, ne, ändere die Richtung, in die du blickst. Ich glaube, genau das hast du getan. Ja, darunter, wow, mein Lieben, so viele große Arcana-Karten. Darunter der Wagen, darunter die Mäßigkeit. Also nochmal ein Hinweis, dass du wirklich in so einer inneren Ruhe bist, die ich wirklich von dir wahrnehme. Und ich glaube, du hast dieses Change Your Focus. Ich glaube, du siehst viele Dinge inzwischen anders. Ich glaube auch wirklich, ne, du hast einen absoluten Richtungswechsel vorgenommen in deinem Leben. Das nicht nur im Außen, sondern wirklich hier mit dieser Todkarte, wirklich auch was deine Seele angeht. Der Tod heißt hier Release. Du hast Enttäuschungen losgelassen, Traurigkeit losgelassen. Gefühle, die dich nicht weiterbringen, losgelassen. Und jetzt, meine Lieben, ne, take the lead, das sind die drei Stäbe. Ich habe das Gefühl, du hast volle Verantwortung für dein Leben übernommen. Ne? Du bist dir deine Handlungen bewusst. Und ich glaube wirklich, der Move, der hier kommt, und das ist das, was ich hier mit den Lebenden auch schon wahrgenommen habe, oder ne, das ist der Wagen, die Richtung, in die es jetzt für dich geht, ist. Ich glaube tatsächlich, es hat viel mit dem zwischenmenschlichen Bereich zu tun, muss nicht zwingend die Liebe betreffen, kann auch Freundschaften betreffen oder ne, einfach wichtige Menschen, Seelengefährten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du jetzt auf einem Weg bist, in eine Richtung, in der sehr viel Liebe möglich ist. Ne? Jetzt im übertragenen Sinne, nicht nur. Ne, nicht nur partnerschaftliche Liebe, sondern wo dir sehr viel Liebe begegnen möchte. Wundervolle Energien, meine lieben Fische. So, wir schauen mal. Für diejenigen, die irgendwie zweifeln, wobei, nee, so nehme ich euch auch nicht wahr. Ich nehme euch nicht so wahr, als würdet ihr zweifeln, auf dem richtigen Weg zu sein, denn ich habe das Gefühl, ihr spürt das in jeder Faser eures Körpers, wie gut, ne, das ist wirklich so. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ihr seid so richtig zum Leben erwacht und vielleicht seid ihr auch zum allerersten Mal so richtig zum Leben erwacht. Liebes Universum, ich hätte gern eine Botschaft für meine Fischer. Ja, Ass der Münzen. Wow. Meine Lieben. Oh, wow. Was ist das für eine schöne Legung? Meine Lieben, Königin der Münzen. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast das Wertvollste, so nehme ich das mit dem Ass der Münzen gerade wahr. Ich glaube, du hast das Wertvollste gefunden in deinem Leben, was du bisher gefunden hast. Und das ist wirklich Seelenheilung, ne? Auch hier Königin der Kelche, Königin der Münzen. Ja, noch eine Heilungskarte. Die Kraft, meine Lieben.
Also für die Fische, für die diese Legung heute ist, ihr seid so stark, wie ihr noch nie wart. Ihr seid so selbstbewusst, wie ihr noch nie wart. Ihr seid so ausgeglichen, wie ihr noch nie wart. Ihr seid aber auch wirklich, ne, die Königin der Kelche, ihr seid so bei euch, so bei euren Gefühlen. Ihr seid im Vertrauen, was, ne, du hast gelernt, dir selbst zu vertrauen. Also wie auch immer, ne? Ich habe das Gefühl, dein Selbstwert, deine Selbstliebe, die steht auf so einem sicheren Fundament. Und jetzt geht's ja, und jetzt geht's darum, meine Lieben. Page der Stäbe, wow, 10 Münzen, König der Kelche. Halleluja. Jetzt geht's darum, meine Lieben, dass dieses neue Abenteuerleben zu beginnen. Wirklich. In jeglicher Form. Weil, ne, alles, was jetzt kommt, der Page der Stäbe ist für mich immer ein Beginner's Mind. Alles, was jetzt kommt, ist auf diesem Fundament gebaut. Ich glaube wirklich, dass euch so schnell nichts mehr von eurem Thron stürzt. Ihr kommt so, ne, so kraftvoll daher, so stark daher. Was auch immer die Dämonen der Vergangenheit waren, was auch immer da bezwungen wurde, was auch immer da losgelassen und transformiert und verändert wurde. Ihr seid hier drei Königinnen und ihr könnt in absoluter Leichtigkeit euch auf dieses neue Abenteuer einlassen, auf dieses neue Abenteuerleben, auf all das, was vor euch liegt. Denn das, was jetzt kommt, meine Lieben, 10 Münzen König der Kelche, ist auf diesem Fundament gebaut. Und ich muss es wirklich sagen, mit den Liebenden und jetzt noch diesem Power Couple und den 10 Münzen, das klingt für mich schon auch sehr nach Menschen, die bleiben. Ne? Natürlich, ein sehr, sehr, sehr starker Liebesimpuls, auch mit der, ne? Das ist die Richtung, in der ihr jetzt unterwegs seid. Hin zur bedingungslosen Liebe, hin zu authentischen Verbindungen. Aber auch, ne, die 10 Münzen sind mehr als Liebe. Ne? Das ist so, es ist alles da. Die 10 Münzen ist absolute Fülle. Ich stehe im Leben, wo ich will. Mein Job passt, meine Familie passt, meine Freunde passen, alles passt. Ne? Und meine Lieben, ich sehe dieses große, große, große neue Abenteuer, das da auf euch wartet. Ne, das wirklich in den Startlöchern steht. Vielleicht ist es euch noch nicht bewusst mit dieser Move-Energie, dass ihr bereits in diesem Wagen sitzt und in diese Richtung fahrt, wo absolute Fülle liegt, ne? Absolute Fülle. Auch, wie gesagt, in der Liebe und im zwischenmenschlichen Bereich. Wundervoll. Also, wie gesagt, das Fundament habt ihr errichtet. So nehme ich das wahr mit dem Ast der Münzen. Das Fundament für alles, was jetzt kommt, steht bereits. Wow, meine lieben Fische, was für eine schöne Legung. Nee, bevor ich jetzt ins Extended einsteige, ich hätte gerne noch eine Karte hier zum König der Kelche und den 10 Münzen. Eine Karte hier noch. Die 6 Münzen an der Unterseite des Decks, jetzt geht mir wieder der Platz aus, wir legen sie mal hierher. Die 9 Stäbe und der Ritter der Kelche. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich weiß nicht, ob es jemand ist. Ich glaube nicht. Also, das kommt natürlich darauf an, was du dir wünschst. Ne? Ich habe das Gefühl, dass es eher nicht, dass es wirklich um was ganz Neues geht. Page der Stäbe, ne? Neuanfangsenergie. Dass es so ein bisschen der Lohn ist für all das, was du hinter dir gelassen hast. Theoretisch könnte es jemand aus der Vergangenheit sein, der hier auf dich zukommt. Ich muss aber eher sagen, ich glaube, ne, dieser Ritter der Kelche, diese Menschen, dieser König der Kelche, diese Liebe ist der Lohn für deine harte Arbeit, ne? Für dieses, ja, für diesen Transformationsprozess, für diese Veränderung.
Sechs Münzen an der Unterseite des Decks sagen mir, das ist, du kriegst genau das, was du reinsteckst. Na, du kriegst genau das zurück, was du reinsteckst von diesen Menschen. Ich hätte doch gern noch eine Karte. Ich steige gleich ein Extended, aber warum liegen die neuen Stäbe hier? Vielleicht ist es auch ein kleiner Hinweis, mein lieber Fisch, dass du keine Mauern mehr brauchst. Na, dass du hier mit dem Stern nackt und schutzlos und authentisch und na, falls du noch irgendwie das Gefühl hast, dass du dich schützen musst, ist der Page der Stäbe und die neuen Stäbe hier der Hinweis, brauchst du nicht mehr. Es gibt keinen Grund, dich vor irgendwas schützen. Ja, okay. Okay, gut, dass ich mir noch eine Klärungskarte geholt habe. Denn genau, ne, dann hier mit den drei Schwertern ist dieser Impuls bestätigt. Es gibt keinen Grund mehr, irgendwelche Mauern um dein Herz zu ziehen. Denn das liegt hinter dir. Das, was jetzt kommt, meine Lieben, ne, du kannst ganz vertrauensvoll voranschreiten. Du kannst mit weit, wir haben ja auch gerade diese Herzchakra-Karte gehabt. Du kannst mit weit offenem Herzen in die Zukunft reiten. Denn hier liegt ein König der Kelche. Gut, jetzt lasse ich es aber so stehen, meine Lieben. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Und wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten alles, was ihr dazu wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Für diejenigen unter euch, die sich dieses Zusatzvideo nicht anschauen, öffnet euch wirklich wie dieser Page der Stäbe für diese. Ja, für dieses neue Abenteuer im Leben, neue Abenteuer in der Liebe. Es gibt, du musst wirklich, du kannst da wie der Page der Stäbe mit einer Leichtigkeit rangehen. Die Vergangenheit, lass die Vergangenheit da nicht mehr rankommen. Ne? Du brauchst absolut keine Mauer mehr um dein Herz. Brauchst du nicht. Weil du, ne, weil du das Fund, du bist das neue Fundament, mein lieber Fisch. Alles, was irgendwann mal war, ist Geschichte. Genau das sagt das hier. Gut, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.